Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Der hier bekommt auch mal ein Keep-Dot von uns. Ja, das mag er, geil. Aber hochgestiegen ist er trotzdem nicht. Und da ist X. Hallo X. Susi, ein Doktor. Ich bin ein Doktor. Willkommen, willkommen. Nein. Ich möchte mich nicht von irgendeinem Vogel behandeln lassen. Das wäre mehr als so komisch. Vergeht die Zeit so schnell, stresst dich. Stress dich. Oh ja, stimmt, ich kann dir meinen Tag verlängern oder verkürzen. Ich glaube, wir haben es jetzt schon ein bisschen verlängert, gell? Ich glaube, wir haben unsere Tage eh schon verlängert. Irgendwas Krasses, was wir anstellen könnten. Also ich finde das Spiel mega cool und so, aber irgendwie, was man so den ganzen Tag treiben kann, ist halt auch so eine Frage. Der hat auch keine Kuhdrucksofas. Dann machen wir mal unser Pumpenrohr, das soll es ja auch Freundschaft geben. 6 Minuten, die kann ich gerade noch abwarten. Nimm das Ding. Ja. So, 2 Pumpenrohre. Und die sind jetzt für irgendjemanden. Ich sehe hier gerade nur nicht auf der Map, wo die Person sich rumtreibt. Wo ist die Person, die das will? Ich weiß nicht mal, wer die Person ist. Ah, hier unten. Dann wie. Cool, da steht was auf Japanisch drauf. Cool. Das ist, was ich schon immer wollte, wissen, was da auf Japanisch steht. Vielleicht heißt sie so. Rennt die gerade ernsthaft weg? Was ist das für eine dumme Kuh? Ich baue dir Pumpenrohre und die Alte rennt weg. Büro der Wasser für Wassersicherheit. Schön, dass wir ein Büro für Wassersicherheit haben und der Turm trotzdem gesprengt wurde. Hallöchen. Oh, wann hast du den Geburtstag? Im 2. Herbstjahr ist leicht vorbei. Bitteschön. 32 Punkte plus bei der. Das hatten wir mal gebraucht, als wir so Probleme hatten, uns mit der anzufreunden. Jetzt gerade hängen wir ja an ihr Nest und Mord. Beim Mord kriegt jetzt einfach Tee. Tee, bis er kotzen muss vom Tee. So, dann kriegt er Tee. Kann uns gerne noch einen Tee gleich mal kaufen. Freut sich der Aribo über ein bisschen Umsatz. Und da steht jetzt einfach nur hier rum, oder was? Er nässt. Macht mich wahnsinnig. Ich brauche noch einen Tee. Aus Gründen. Chili. Na, er nässt. Kann ich irgendwie nicht tun. Nein. Absolut nicht. Hallo Unsur. Hey, was für dich tun? Kann man da vorne wieder spenden? Da habe ich mal ganz viel Freundschaft. Nein. Aber wir können mal schauen, ob wir uns vielleicht da irgendwie so ein Kuhdrucksofa oder so kaufen können. Ja, auf jeden Fall krass. Ich renne mal kurz in euren Garten da rum. Was haben wir hier? Karte umbenennen? Nee. Nein, ich möchte jetzt nicht rumrennen wie so ein Vollidiot eigentlich. Kann ich also hier auch nicht kaufen. Aber vielleicht zu einer anderen Jahreszeit oder so. Das könnte ich mir dann auch noch vorstellen. Haben wir hier oben eigentlich schon mal? Da hinten ist eine Schatztruhe. Löchen. 5 Wasser. Ach, ich habe keine Ausdauer mehr. Aber ich habe 5 Wasser gefunden, ja. Das muss man erstmal finden. Ich finde es schön, wenn Burgessens immer so Sonderpreise macht für sein Wasser. Aber der ist mit uns befreundet, aber er kennt es nicht so wirklich an. Das ist richtig traurig. So.
So, wen haben wir noch als mit Läden hier? Wir haben keine Läden mehr hier, die wo irgendwas machen könnten. Das ist schon wieder Dreck. Ich bin hier den ganzen Tag nur am Aufräumen. Hinten sieht es auch wahrscheinlich wieder aus. Keiner räumt hier auf, nur mal ich. Ja, da hinten ist auch schon wieder Dreck. Alte Zeitung. Beim Wie kommt das Zeug hier hin? Das ist eine Oase. Das ist ja nicht so, als wenn es auch von der Meer wäre, wo das irgendwo hinspült. Nee, das ist ja. Das muss ja da in der Nähe jemand reingeworfen haben. Ja, hier deine 10 Wasser, dann nehme ich. Weiß nicht, wie schnell man nochmal am Wasser kommt. Wie der Turm da kaputt ist. Könnt noch zur Zivilgruppe reinschauen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das haben, aber ich finde es auch wirklich sehr cool, die ganze Zeit mit der Sense rumzulaufen. Das ist ein Hammer. Das hier ist ein Spitzhammer und das hier ist eine Eisenaxt. Ich kann auch eine ganze Zeit mit so einem Speer rumlaufen. Finde ich auch sehr schön. Ich denke, die Leute mögen mich dadurch noch mehr. Ich könnte mal wieder ein bisschen diese Dinger da formen. Vor allem dann kann ich mir sowas hier holen. Nicht mehr aussehen wie der letzte Vollidiot. Da gibt es ja Dinge. Da gibt es ja Dinge. Okay, brauche ich halt auch nicht. Veröffentlicht. Ja. Ich brauche das halt alles nicht. Also irgendwann kann es noch krass werden, aber im Moment halt nicht. Oder eine Axt. Ups. Ja, das passiert mal, dass man mit seiner Axt so auf einer Bank rumhockt und dann kommen da einmal Leute vorbei und dann hockt man da und will einfach nur chillen und dann hockt man da halt mit einer Axt. Also es passiert mal in My Time at Portia, ist es dann dauernd passiert. Also in Portia, da bist du halt zum Ausruhen, hast dich auf eine Bank gesetzt und auf einmal ist halt da jemand vorbeigelaufen. Und du siehst aus, als wenn du ihn halt verfolgen würdest mit so einer coolen Sonnenbrille. Naja, My Time at Portia, das war auch ein Spiel. Das war ein Highlight. Kann ich das eigentlich erweitern? Das würde mir halt nichts bringen. Das würde mir rein gar nichts bringen. Außer mein Glückswert. 5000, Alter. Wir packen das erstmal wieder weg. Ja. Bisschen Schrott haben wir bekommen. Gummischrott. Einsammeln. So. Was haben wir denn noch? Ich brauche eigentlich noch mehr Stahlstoffe. Irgendwie hat die jemand gestern gebraucht. So. Das können wir immer noch nicht komplett. Hallo Mian, was rennst denn du da so rum? Hallöchen. Kann auch mal wieder mit dir spielen. Auf in die Stadt, okay. Komm, gehen wir mit Mian in die Stadt. Da ist Elsie, da oben ist Jensen. Was kann ich jetzt alles machen? Das ist ja hier so gekennzeichnet, gell? Das entweder kann ich ja. Nein. Das möchte ich nicht. Da kann ich reden und hier kann ich spielen. Okay, ja, dann reden wir hier und dann gehen wir vielleicht noch mampfen. Mampfen ist immer gut. Boah, ich habe mir heute voll viel Nudeln gemacht, habe die dann tatsächlich gegessen, aber ich habe immer noch Tomatensauce über und jetzt überlege ich dann später echt nochmal mit Nudeln zu kochen, damit ich halt dann praktisch die restliche Tomatensauce essen kann. Ich muss noch da oben, gell? Oben ist, glaube ich, der Date-Spot, der Dating-Spot. Mian. Boah. Okay. Geschenke, wir machen hier einfach ein Kompliment. Wollte ich sagen, Kompliment zum Aussehen. Und noch ein Kompliment machen hier über Arbeit. Und noch ein Kompliment. Wir machen einfach den ganzen Tag Komplimente. Über deine Persönlichkeit kriegst du auch noch einen Punkt. Okay, ja. Das war's dann tatsächlich auch schon. Nun, ja. Dann geh wieder an die Arbeit. Ja, das Pen, den haben wir uns auch richtig gut angefreundet.
Okay, ja, gegen den möchte ich immer noch nicht kämpfen. Ich glaube, der ist halt richtig krass. Aber crazy. Der hat gerade irgendwie leicht rote Augen, das macht mir Angst. Das ist Pablo. Da oben rennt der dicke Burgess rum und schaut, ob irgendwelche Bäume gefällt. Oh, was tut denn da? Miau. Süßen, Master. Tomatensauce ist dein Ding. Das war so eine Fertigpackung von Knorr. Oder nee, von Maggi. Irgendwie, das war auf jeden Fall so eine Fertigpackung. Und die schmeckt leider echt geil. Und ich, ja, und ich hätte voll Bock darauf, nochmal ein bisschen was davon zu essen. Aber ich muss, wie gesagt, nochmal Nudeln kochen. Ich zu wenig Nudeln gekocht. Also entweder ist immer meine Nudeln zu viel oder meine Soße ist zu viel. Eins von beiden immer. Ich kann nie so die richtigen Mengen aufeinander abstimmen. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Ernsthaft, ich will nur so eine große Pflanze hinpflanzen. Ihr habt einfach dieses eine Teil, aber morgen sollte es ja fertig sein. Deswegen warten wir jetzt mal morgen ab. Oh, da ist was. Zwei Tau. Ganze zwei. Ja, komm, können wir noch ein paar Steine durchlassen. So, was haben wir da? Da können wir nichts rein tun, wenn das voll ist. Sehr, sehr gute bürgerliche Ufers. Und der Rest. Jetzt können wir mal schauen, ob wir das Ding erweitern können, eventuell. Hopp. Und Tab hier zu Hause verändern. Okay, und zwar möchte ich ja eine Scheune bauen. Dafür brauche ich jetzt noch vier Bronzerahmen. Die könnte ich doch zusammenkriegen, oder? Irgendwo könnte ich doch vier so Bronzerahmen zusammenkratzen. Bronzerahmen. Fünf sogar. Das heißt, ich brauche also vier. So, und jetzt kann ich nochmal Tab drücken und dann bauen wir uns jetzt einen süßen kleinen Stall. Für unser Jagdmehl, was irgendwie in unserem Schrank lebt. So, genau. Oh. Nee. Ich habe da so ein kleines Problemchen. Die Scheune ist ein bisschen zu groß. Ja. Muss dafür, glaube ich, mein Stück mal kurz erweitern. Garten erweitern, ja. Schön. Damit habe ich jetzt ein bisschen mehr Platz. Können wir nochmal auf Top klicken und das versuchen, das Ding irgendwo hinzustellen. Jetzt muss ich, glaube ich, erst auf das da? Nee. Ja, wofür? Bewege ich denn das Teil? Ja, hier Montagestation bewegen. Oh, es geht um ein paar Zentimeter nicht auf. Das ist nicht so schön. Okay, das steht hier jetzt mal kurz im Weg. Und jetzt schaue ich mal, ob ich jetzt meine Scheune da hinstellen kann. Nee. Really? Das von hier aus würde es ganz knapp gehen, aber dann ist es halt um ein Ding da lassen. So, wenn ich das jetzt da hinstelle. Und jetzt mache ich nochmal bestätigen lassen. Scheune. Sieht halt dann im ersten Moment ein bisschen kacke aus, aber ja. Gut, ich muss das Zeug dann noch wegstellen. Ja. Muss das alles dann noch wegstellen. F. Gut, dann steht es halt da weiter da hinten. Hauptsache, ich kann da eine fette Scheune hinstellen für ein einziges Tier. Das ist doch die Hauptsache. Warum auch irgendwie platzsparend bauen, wenn man auch richtig Platz verschwenden braucht? Genau, mein Trocknungsgestell benutze ich auch irgendwie nie. Kann das eigentlich irgendwas? Dörrfleisch und Papier. Ach ja, ich habe es mal für Papier benutzt, genau. Jetzt soll er nochmal klappen. Und zu Hause verändern. So, jetzt kann ich aber dann eine schöne Scheune hinstellen, oder? So, das müsste es da gehen.
platztechnisch. Puh. Okay, die Richtung ist eh scheiße, wenn es gedreht wird. Ja, warum geht es denn da nicht hin? Das müsste da perfekt hingehen. Warum macht es da nicht hin? Ich weiß halt auch nicht, wann es drin ist, aber so sollte es eigentlich drin sein. So, auf jeden Fall. Okay, da ist auch vielleicht mein Garten im Weg. Okay, Escape. Warte, nein, ich möchte noch das Ding da dann wieder umstellen. Alter, die Musik ist gerade richtig am Abkacken. Verlassen und dann verlassen, okay. Ja, dann müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Okay, die Musik hört sich gerade richtig gestört einfach nur an. Oh, und die Folge ist vorbei. Okay, dann gehen wir. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt schlafen. Und dann geht es morgen mit einer neuen Folge weiter. Und ich speichere jetzt auch und beende den Stream. Eh schon wieder 8:30. 1,5 Stunden heute gestreamt. Morgen würde ich sagen, machen wir nochmal richtig krass Dragon Quest. Aber erstmal, das war's dann für heute mit My Time with Sandrock. Bis nächstes Mal. Bye.